Heute bin ich hier im Studio von Radio B6 hier in Eilenburg bei Patrick und Max. Und Max ist so am Top-Tempel. Und ich stehe hier vor die ganze so. Und so sieht es so Radio B6 Studio. Alles. Oh, das ist so mehr. Ich stehe nur Monitor. Also, und zur Stadtfest, da bin ich DJ Mambo. Und heute bin ich YouTuber und ich bin zu Gast hier im Studio. Also, wir sehen uns. Nämlich so mehr. So sieht aus hier im Studio. Er bereitet schon so nächste Titel. Max. Super. Und wie lange brauchst du so bei, wenn du so umziehst, irgendwo hin, wie lange brauchst du so aufbauen? Die Zeit? Aufbauen, circa 2 Stunden. Mhm. Weil das ist ja ein kompletter Tisch, den muss man auch immer so tragen. Ach so. Der passt gerade so durch die ganze Tür. Baust du erstmal das ganze Monitor so ab? Das ist ja alles an einem Balken, also an einem Pol. Ja. Noch ist es einer. Noch sind es 3 unterschiedliche Mundverhaltungen. Das wird alles an ein System angekommen, das nennt sich Genotech Mika. Und da kommen 3 Stück dran und dann kommen noch 2 neue Monitore. Insgesamt sollen eigentlich mal 80 Monitore werden. Weil für jedes System braucht man einen Monitor, dass man nicht immer rumswitchen muss. Und wie ist das mit dem Wunschtitel? Jeder kann das so wünschen. Jeder kann wünschen, aber wir tun so gut wie es möglich ist. Gibt es so Telefonnummer dazu, ja, oder wie? Und direkt so an die WhatsApp. Genau, alles funktioniert per WhatsApp. Wir können natürlich auch durchrufen. Wir wünschen es aber eher per WhatsApp, per Sprachmemo, per Text. Die Nummer wäre 03423 616. Und werden so jeder Wünsche erfüllt oder sagt er, wir haben sie diese Titel nicht oder wie? Wir sind ehrlich, wenn wir die Titel nicht haben, schreiben wir das dazu. Ansonsten versuchen wir die Titel schnellstmöglich über die ganzen Klassenschirme zu finden. Wir kriegen die meistens auch präsentiert, quasi kostenlos zugeschickt. Musikwünsche tun wir so gut wie es möglich ist erfüllen, wenn sie ins Programm passen. Wenn es gerade mal nicht dazu passt, schreiben wir es auch dazu gerade, dass es jetzt gerade nicht passend ist. Würden aber uns freuen, wenn wir nächstes Mal wieder ein Musikwunsch machen. Und bei Live auch gemacht. Da haben wir quasi noch gar nichts großartig, außer mal gleich hier Zuschauer. Auf Livestream, was die Webseite angeht, ist unterschiedlich. Das schwankt zwischen 30 und 150 Zuhörern. Wir hatten auch schon mal mehr, das waren schon mal 400, 500. Okay. Und von wann, wenn du so Live-Sendung gehst, von wann bis wann? Theoretisch, wenn wir jetzt mal von den Freitag und Samstag ausgehen, von 20 Uhr jeweils, quasi bis Open End, das kann auch einzelne Nacht sein, das kann aber auch um 7 sein. Ab um 7 ist dann unser Kollege Marco Gogger, live von hier aus Berlin. Der macht dann meistens die Samstag- und Sonntags-Morning-Show. Dann wirklich wunderbare Wochenende heißt die Sendung und und in welcher Musikrichtung wird so am meisten gewünscht? Schlager werden so beispielsweise gewünscht, 90er, 80er, ab und zu mal ein aktueller Pop-Hit, das ist nicht. Okay, also ich bedanke mich.
für dieses Interview und wir sehen uns. Ganz gerne wieder. Genau. Und wir sehen uns zum Stadtfest. Ja, da bin ich dein Co-Moderator. Genau. Gerrit ist nämlich auch beim Stadtfest 2024 in Aimbock mit dabei, vom Freitag bis zum Sonntag. Tun wir auch live übertragen die Bühne am Torbogen. Könnt da, also die, die nicht dabei sein können, können auf jeden Fall am Radio einschalten, www.radio.de. Aber auch so reinhören. Wie gesagt, Stadtfest 2024 Aimbock vom 7. bis zum 9. Der Samstag komplett wieder am Torbogen mit dem Radio für 6 Team und DJ Mambo auf jeden Fall. Aber immer schön dranbleiben. Und DJ Mambo macht immer YouTube und einfach bei YouTube Manuel Augusto und da finden Sie meinen Kanal und da finden Sie die sämtliche Videos und sogar von heute mit Patrick und dem Max. Da können Sie so Ihr Kommentar schreiben, alles und die Anregung über Radio. Sie sehen ja, wer so im Radio steckt. Im Radio, sie hören bloß die Stimme und die heute sehen sie so live, der Moderator hier. Genau, super. Na dann, also, Dankeschön, schönen Abend noch und viel Spaß bei der Sendung. Und ich hoffe, dass es so viele Klicks oder viel einschalten. Okay, ciao. Ich glaube an euch, dass ihr einschaltet. Ja, na super. Bei so geiler Mucke. Tolle Musik, sage ich. Also, ciao.